Heute erklären wir euch, was Online-Entertainment ist. Was ist Online-Entertainment? Das ist eine sehr gute Frage. Online-Entertainment heißt einfach in Deutsch Online-Unterhaltung. Also wie zum Beispiel YouTube, Netflix oder Online-Spiele. Wie lange sind wir damit beschäftigt? Ja, also das kennt doch jeder. Wir wollen eigentlich nur ein Video schauen und am Ende sitzen wir da mehrere Stunden. Warum ist es so? Ganz einfach. Es liegt einfach an unserer Neugier. Wir können dem spannenden Titel eines Videos einfach nicht widerstehen, da wir sofort neugierig werden. Und durch unsere Neugier machen die Entertainers einfach fett, fett Geld. Wie zum Beispiel Netflix. Netflix macht einfach 43 Millionen US-Dollar. Ups! Umgerechnet wären das 38 Millionen Euro. Einfach 38 Millionen im Monat. Immer noch im Monat. Und ja, wir fragen uns nie, ob Online-Entertainment sicher ist. Deswegen fragen wir es jetzt. Ist Online-Entertainment gefährlich? Das ist eine sehr gute Frage. Persönliche Informationen, die auf Konsolen und Computern gespeichert sind, werden halt einfach mit den Daten weiterverkauft, ohne sie zu löschen. Also es ist natürlich gefährlich. Webcam-Probleme gibt es auch. Wie Business Insider berichten, wurden letztes Jahr mehr als 4.500 Webcams in den USA gehackt. Dann gibt es noch versteckte Gebühren. Viele Online-Spiele und Videoplattformen nutzen ein sogenanntes Freemium-Modell. Hierbei werden einige Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt, für andere Bereiche werden jedoch Gebühren fällig. Damit hat auch einer von uns dreien Erfahrungen gesammelt. Also, ich sag einfach mal den Namen, Janair, hat einfach zu viel Videos geschaut und musste im Endeffekt einfach 1150 Euro zahlen. Tja, passiert, ne? Auf jeden Fall wollen wir noch so ein paar Tipps geben. Seid vorsichtig mit verdächtigen E-Mails und Telefonanrufen. Und wichtig ist, ein gutes Passwort zu haben. Und Virenschutz ist auch sehr wichtig. Und schaut bitte nichts Illegales oder halt illegale Serien. Ja, und dann wollen wir uns noch mal bedanken, dass ihr zugehört habt, auch die nicht zugehört haben. Und ja, tschüss!